Das Kloster Maria Lach kann auf eine fast 900-jährige Geschichte zurückblicken, die seit 1960 auch Karl Belling prägt. Seitdem lebt und arbeitet er als Bruder Josef im Kloster. In der ehemaligen Brauerei, vor 500 Jahren gebaut, ist seine Malerwerkstatt eingerichtet, in der er auch heute noch mit 77 Jahren zu Farbe und Pinsel greift. Eine künstlerische Ader machte sich bereits zu Schulzeiten bemerkbar. Ich hatte das Glück gehabt, damals bin ich gleich nach dem Krieg in die Schule gekommen. Und auf dem Dorf, da gab es nur eine Schule, mit 8 Klassen noch. Kennt man heute gar nicht mehr. Und der Lehrer, der da war, das war der Herr Greisch gewesen, das war in Belgien bekannter Maler, ein Künstler gewesen. Und der hat viel während der Schulzeit auch gemalt. Der hat die biblische Szenen oder was im Kirchenjahr passierte, auf die Tafel gemalt mit bunter Kreide. Und dann konnten wir das nachmachen oder ergänzen oder so. Und so bin ich sehr früh zu malen gekommen, ne? Zur Kunst gekommen. Den Weg ins Kloster wählte der 1939 in Belgien geborene Karl Belling ganz bewusst. An sich ist das ein Kinderwunsch gewesen. Und dann mit 12 habe ich mich selbstständig angemeldet gehabt in Belgien bei den Maristen Schulbrüder. Und das musste irgendwann meiner Mutter ja auch gesagt werden. Und dann hat die ein strammes Nein gesagt. Die hat gesagt, wenn du alt genug bist, dann kannst du gehen. Aber wenn ich dich jetzt gehen lasse, dann habe ich dich mit Sicherheit hier mit 17 oder 18 Jahren als Wrack liegen. Eine kluge Frau. Und mit 15 bin ich dann ja schon in die Lehre gegangen, bis ich mit 21 Jahren selber wieder die Frage stellte. Da war ich bei der belgischen Armee Panzerfahrer und hatte Zeit gehabt zum Lesen, viel Zeit. Und da bin ich wieder auf das alte Thema zurückgekommen. Dazu musste noch gesagt werden, dass ich alle Vierteljahr eine neue Freundin hatte. Und das habe ich nicht ausgehalten und die Freundin auch nicht. Und dann musste ich mich endlich mal entscheiden, entweder heiraten oder ins Kloster gehen. Dann, statt heiraten kann ich immer noch, aber ins Kloster gehen, das ist ein bisschen schwierig. Ich muss es versuchen. Auch wenn es nicht funktioniert und hat standgehalten bis jetzt. Seit 1960 lebt Karl Belling im Kloster am Lacher See. Hat er den Schritt jemals bereut? Nein. Nein, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, ohne rot zu werden. Ich hätte ja nie so mein Leben bewältigen können oder mein Leben so meine Kunst auch machen können, hätte ich draußen nicht machen können. Ich sehe es jetzt noch an meinem Lehrling, der Albert Groß, der hier gelernt hat. Der macht auch Kunst, der hat geheiratet und hat 3 Kinder. Ja, der muss sehen, dass Brötchen auf dem Tisch sind. Und mit meiner Kunst kann ich keine Frau und Kinder ernähren. Über Jahre und Jahrzehnte hat er handwerkliche Spuren in allen Klostergebäuden hinterlassen. Maler und Kunstarbeiten konnte er dabei immer miteinander verbinden. 20 Lehrlinge haben bei ihm die Ausbildung durchlaufen, was die Frage einschließt, wie viel Prozent Bruder Josef, wie viel Prozent Malermeister Belling in ihm stecken. Das kann man nicht auseinander nehmen. Die sind zu sehr, jetzt auch zu lange miteinander verbunden. Das kann man nicht trennen. Die Frage, ob er stolz ist, ein Handwerker zu sein, beantwortet Bruder Josef mit einem resoluten Ja. Sogar sehr, weil durch das Handwerk habe ich ja Techniken oder Arbeitsweisen präsent, die hat einer nicht, der nur auf der Kunstakademie war oder Kunstschule war. Mendig in der Eifel. Hier gründete 1876 der Uropa von Andreas Heinz Mittler eine Tischlerei.
Von Generation zu Generation wurde der Betrieb innerhalb der Familie übergeben, bis heute. Vieles hat sich in den vergangenen 140 Jahren verändert, einiges blieb. So der Name Mittler wie auch Bestattungen, traditionell ein Teilbereich des Tischlerhandwerks. Ich bin von meinem Opa bin ich informiert worden, dass der Uropa am 4.5.1876, ich habe auch nachkontrolliert, dass die Geschäft die Schreinerei hier angemeldet hat in Mendig. Ja? Und war auch Meister. Und wir als Enkelkinder, die haben auch in dem Werkstatt gespielt. Das war gar kein Problem. Ne? Das war so, da haben wir auch manchmal so gelacht, da haben die Bursche uns hier in den Sarasch gelegt, da haben wir Verstecken gespielt. Da hat es gar keinen mehr gefunden. Ne? Haben die Hand drin gelegt, ne? Als Kind. Ne? Und so ist es halt eben damit groß geworden. Und damit der Opa verstorben ist, das war 54. Da war ich 14 und kam nach Bell beim Schreinermeister Rotbrust in die Lehre. Der Ausbildung folgte die Meisterprüfung. Anschließend studierte der heute 76-Jährige in Trier und qualifizierte sich zusätzlich zum Techniker. Nach meiner Meisterprüfung habe ich noch ein Jahr bei der Firma Rotbrust gearbeitet und bin dann nach Trier auf die Ingenieurschule. Da habe ich einen schönen Tipp gekriegt. Ne? Da habe ich, der Lohn ging alles weiter und ich konnte da meinen Techniker machen. Ne? 3 Semester studiert. So, und wie ich dann davon zurückkam, da hat die Firma Anschütz hier in Andernach, die haben den Fensterbau eröffnet, also Kunststofffenster. Und da sagte der Herr Mittler, Sie sind der Mann für mich, Schreinermeister und dann noch Techniker, ne? Die brauche ich. Parallel zur Anstellung hilft er im Familienbetrieb mit, der sich inzwischen ganz auf Bestattungen spezialisiert hat. Schlägt es aufs Gemüt, wenn der Tod ständiger beruflicher Begleiter ist? Ach, das will ich nicht sagen. Ne? Ich bin an für sich ein lustiger Mensch und singe auch gerne. Ne? Das habe ich auch nicht. Ich, wie gesagt, ich habe hier eine Sage und bin dann Fastnacht auf die Bühne und habe mit dem Chor gesungen. Ne? Das hat mir nichts ausgemacht. Ne? Aber damit muss man leben. Ne? Man muss auch damit umgehen können. Und das ist das Wichtigste dabei. Ja? Man darf das nicht dramatisieren. Das hat keinen Zweck. Das bringt nichts. Ne? Also, ich kann auch trauern. Ich habe auch Tränen schon vergossen. Ne? Wenn ein Freund von mir oder meine Mutter beerdigt worden ist, dann ist vollkommen klar. Ne? Dann ist die Trauer schon ein bisschen tiefer. Aber ich kann nicht mit jedem mittrauern. Ne? Das ist natürlich, das bringt so die Zeit mit sich. Ne? Und dennoch ist jeder Trauerfall anders und manchmal trägt Tischlermeister Mittler auch Freunde oder sogar Familienangehörige zu Grabe. Man kennt ja auch dann die Personen, ne? Und da gut ein Händedruck oder mal ein Druck an Herz und so weiter, ne? Das ist schon okay, ja. Da kommt auch, ne? Und da sind die auch dankbar, die Angehörigen, ne? Aber wie gesagt, das kann man nicht bei jedem machen, oder? Das ist halt eben, ne? Nur wie gesagt, wenn jetzt Verwandtschaft ist, dann muss man halt eben da auch ein bisschen zärtlicher sein, ne? Ja. Vieles hat sich in der Bestattungskultur verändert. Früher war ja immer ein Pferdefuhrwerk mit so einem Wagen, schön, wo der Sarg drauf kam. Ne? Da hatte dann der Bauer, kam dann auf einmal der Bürgermeister, werde ich nie vergessen. Und dann sagte Andreas, tut mir leid, der Kraut, der verkauft sein Pferd und wir haben keine mehr, der auf der Friedhof fährt. Ja. Und da haben wir uns einen Hänger gekauft. Ne? Ein Auto hatte man, einen Hänger gekauft und haben dann damit gefahren. Da haben wir nachher einen Spezialwagen gekriegt. Ne? So hat das sich dann entwickelt. Da hat sich ja unheimlich viel verändert. Ne? Allein schon, wenn ich das jetzt sehe mit den Ohren, ne? das ist ja hoch selten, dass hier noch so ein normales Arsch verkauft wird. Ne? Das ist tatsächlich so. Das ist halt alles eingeäschert und dann und. Baumbeerdigung, da ist ein Grundstück, da kommt ein Zettelchen an den Baum, da kommt ein Zettelchen an Gitter. Ne? Und das ist der Lauf der Zeit. Ne? Also, man kann nicht aufhalten. Ne? Man muss sich da drin schicken, das ist natürlich klar. Man kann sich nicht dagegen sträuben. Ne? Andreas Heinz Mittler strahlt Lebensfreude aus und redet aufgeschlossen und freundlich über seinen Beruf. Dazu passt auch, dass er die Frage nach der Zahl vorgenommener Bestattungen spontan und ganz genau beantworten kann. Oh, weil ich kann das ganze Haus sagen, aber glaubt, 3.840.